Hi, ich bin Sabrina. Der Sommer ist da und für viele von euch bedeutet das, dass ihr auf Entdeckungsreise in die USA gehen werdet. Aber um das alles erleben zu können, braucht ihr erst noch ein Visum. Und wie ihr das bekommt, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr schon wisst, welches Programm ihr machen wollt, müsst ihr euch dort für das I-20 oder DS-2019-Formular bewerben. Sobald ihr angenommen worden seid, wird das Programm euch automatisch das richtige Formular zuschicken. Was ihr dann noch machen müsst, ist die CIVIS-Gebühren bezahlen. Und im weiteren Verlauf eures Visumprozesses werden auch noch Gebühren anfallen. Um das eigentliche Visum für euren Aufenthalt zu bekommen, müsst ihr online auf der Internetseite des Konsulats das DS-160-Formular ausfüllen. In diesem geht es vor allen Dingen um vorherige Aufenthalte in den USA, eure Familienmitglieder und auch die Schule oder Universität, an der ihr gerade seid. Für das Visum wird eine Gebühr erhoben. Diese müsst ihr bei Roscoe's und Meyer bezahlen. Es kann einige Tage dauern, bis ihr den Beleg per E-Mail erhalten habt. Habt ihr das alles erledigt, macht ihr einen Termin hier. Den Termin könnt ihr online oder telefonisch vereinbaren. Aber auf keinen Fall früher als 120 Tage vor eurem Reisebeginn. Zu eurem Termin im Konsulat müsst ihr viele Dokumente mitbringen. Macht euch also am besten eine Checklist, denn wenn ihr etwas vergesst, kann euer Antrag nicht bearbeitet werden. Gehen wir das nochmal in Ruhe durch. Ihr braucht die Bestätigungsseite des Visumantrages, DS-160, den Beleg, dass ihr die Visumsgebühr bei Roscoe's und Meyer bezahlt habt, das originale I-20 oder DS-2019-Formular eures Programms, den Zahlungsnachweis der CIVIS-Gebühr, Achtung, das ist etwas anderes als die Visumsgebühr, ein aktuelles biometrisches Foto, einen adressierten und frankierten Rückumschlag, Informationen und Dokumentationen darüber, wie ihr euren Aufenthalt in den USA finanziert, einen Nachweis, dass ihr die USA wieder verlassen werdet, ob ihr ein Stipendium bekommt und so weiter. Und natürlich euren aktuellen Reisepass, denn dort wird das Visum reingeklebt. Wenn ihr ein J-Visum beantragt habt, dann macht euch auch mit euren Rechten als Arbeitnehmer in den USA vertraut. Wenn ihr vorher schon mal in den USA wart, dann bringt bitte auch den Pass von damals mit. Und weil es viele fragen, nein, ihr braucht nicht noch zusätzlich Esther. Wenn ihr dann hier steht, braucht ihr das Deckblatt eures Visa-Antrags. Dann gebt ihr den Sicherheitsleuten des Konsulats, die euch in das Gebäude lassen. Bitte beachtet, dass ihr keine elektronischen Geräte mitbringt. Nachdem ihr aus dem Sicherheitsbereich raus seid, geht ihr in den Wartebereich. Dort wird ein Mitarbeiter eure Unterlagen überprüfen und sortieren. Dann zieht ihr eine Wartenummer. Sobald ihr die erhalten habt und euch eure Nummer angeschaut habt, nehmt ihr Platz. Sobald eure Nummer aufgerufen wird, geht ihr zu dem angezeigten Schalter. Dort gebt ihr dann dem Mitarbeiter eure Unterlagen und gebt eure Fingerabdrücke ab. Danach setzt ihr euch nochmal hin. Nachdem eure Nummer erneut aufgerufen worden ist, geht ihr zum angezeigten Schalter. Dort wird dann das eigentliche Interview mit dem Konsul durchgeführt werden. Ihr müsst noch einmal eure Fingerabdrücke abgeben und werdet, nachdem der Konsul entschieden hat, ob euer Antrag angenommen wird, eure Originaldokumente und euren Pass dort lassen. Danach habt ihr ja das Gröbste überstanden. In den darauffolgenden Tagen werden Mitarbeiter des Konsulats euren Visumantrag bearbeiten. Diesen bekommt ihr dann zusammen mit euren Originaldokumenten in euren Pass eingeklebt zugeschickt. Und dann seid ihr ready to go. Das Team vom Konsulat und ich wünschen euch viel Spaß beim Aufenthalt in den USA. Falls ihr noch weitere Fragen habt, findet uns auf Twitter oder Facebook.